Das Wetter ist sehr bedrückend. Die Sonne war tagelang nicht zu sehen. Das wird sich auf deine Leute auswirken. Entscheide dich. Akzeptieren eine Einschränkung. Was soll ich denn daran nicht akzeptieren? Alle Dorfbewohner verloren 10% Stimmung. Irgendwie finde ich das als Unfug, ehrlich. Gut. Ah, unser Kleiner fängt an zu laufen wie ein Seemann. Seht ihr das? Der Ansgar hat einen ganz wackeligen Gang, alles klar. Hallo. Hallo Patilda, lass dich mal genauer ansehen. Du hast keinen Job, gell? Ich verschaff dir jetzt einen Job. Du bist in der Gewinnung, bist du gut? Nee, in Jagen hast du eine 3. Du kriegst nachher gleich einen Job. Erstmal der übliche Blick aus dem Fenster. Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer. Mit einem neuen Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ihr habt es gesehen, Ansgar ist größer geworden, er läuft. Und Patilda wartet darauf, dass er einen Job kriegt. Den kriegt sie gleich, die kommt nachher in die Kräuterhütte. Die werden wir bauen. Wieso kommen wir jetzt hier nicht raus? Matilda, stehst du vor der Tür? Jetzt komme ich hier nicht raus. How is life treating you? Ja, wie steht's unserem kleinen Königreich? Gebäude in der Siedlung müssen repariert werden. Könntest du einen Schritt zur Seite gehen? Alles klar. Komme ich jetzt wenigstens raus? Alles klar. Na, Ansgar, wie geht's? Hello. Vater, schau, was ich gefunden habe. Du solltest es haben. Sehr schön, danke. Was habe ich denn gekriegt? Lass mich dich mal genauer ansehen. Aha, du bist schon überleben, hast eine 6 in der Produktion der Diplomatie, bist du schon weit. Oh. Aber was hast du? Schlupfen? Gesundheit, jawohl. Sehr tschüss, auf Wiedersehen. Ja. Was ist jetzt? Ach so, das Haus hat man ja noch nicht fertig. Die Stehen habe ich ja daheim liegen. Jetzt habe ich schon gedacht, was ist denn jetzt? Jetzt ist mir da Quatsch schon wieder so. Nee, stimmt nicht. Ich habe doch 76. Steine habe ich doch zu Hause abgelegt, ehe ich ins Bett bin. Oh! Matilda fegt das Haus. Eine fleißige Hausfrau. Mhm. Eine nette Animation. Ah, hier sind die Häuser kaputt. Jetzt müssen wir hier was reparieren. Alles klar. Wir schnappen uns jetzt mal noch einen Hammer. Müssten wir ja eigentlich welche hier drin haben. Einen Holzhammer. Hier haben wir noch 2 Holzhammer. 66-prozentige. Das haben sie ja gefixt. Sind die Beutel jetzt auch wieder runter auf 100%, die sie gemacht haben? Ne, die sind auf 333 geblieben. Guck an. Da können wir die ja verkaufen. Da kriegen wir ja auch mehr Geld davor. Alles, was hier höher ist, kriegst du irgendwie auch mehr Geld dafür. So, wir nehmen aber mal hier die 2... FWF die 266er Hämmer mit.
gespannt. Jetzt schauen wir mal. Auf der 4 haben wir doch einen Hammer. Schalten wir mal um auf Reparatur. Was müssen wir alles reparieren? Lebensmittellager und Ressourcenlager. So, da machen wir erstmal eins. Da packe ich erstmal meine Steine jetzt wieder hier rein. F, E, F, die packen wir jetzt hier rein. Nicht, dass wir jetzt hier die Steine und den ganzen Rotz mit uns schleppen. So, wir brauchen Stöckchen und Stroh. Erstmal nehmen wir Stöckchen und Stroh mit. Dann werden wir sehen, was wir noch alles brauchen. Leder haben wir wieder 133, da können wir wieder was machen. Gucken wir gleich mal rein, was mit unseren Weizen passiert, ob die schon was gebracht haben. Weizen haben wir schon 59, also können wir dann die 100 Weizen runterschaffen. Wir müssen sowieso zum Alvin. In der nächsten Jahr, also in dieser Jahreszeit, mal sehen, was da will er bestimmt Schießwettbewerb mit uns machen. F, wir nehmen jetzt noch ein paar Stöckchen mit. Wir müssen auch wieder mal ein paar Stöckchen suchen, denke ich mir. Bestätigen und Stroh. F. So, jetzt machen wir erstmal hier unsere. Unser Lager fertig, wieder ganz. Den Baumeister haben wir ja noch nicht, der hat es repariert. Na, kommst du da nicht ran doch jetzt. Und Stroh. Na komm. Seh zu, seh zu. Jetzt haben wir nix. Jetzt haben wir nix ins... Werden wir gleich mal sehen. Und sonst muss das Spiel nochmal starten. Muss ich nächsten Tag, vorhergehenden Tag nochmal hier rein. Fischfilet, Fischfilet, Fischfilet. Eintopf, Wasser. Karotten. Cool. Cool. Cool, super. Oh, die haben wir gekocht. Wie verrückt. Gut. Was haben wir noch Verdorbenes? 4900, alles klar. Da kommen wir doch hin. Alles klar. Gut. Brauchen wir nicht nochmal zurückschalten, damit wir noch was. So, also schauen wir mal über N. Häuseln. Häuser. Das sind die einfachen. Oh, das müssen wir ganz machen hier. Wo ist das? Hier, das hat bloß noch 49%. Kann ja bloß eins von denen hier oben sein. Denn wir haben ja bloß noch die. Alles ganz. Ja, auch alles ganz. Ja. Alles ganz. Wollte mich jetzt hier noch mal gucken. N. Drei Häuser sind kaputt. Nee, einfaches Haus ist kaputt. Und die sind noch nicht gebaut. Das ist mir klar. Welches ist denn das? Das hier, das einfache Haus. Muss er denn eins von den ersten einfachen Häusern sein, dass der defekt ist, was nur noch 47% hat. Irgendwie komisch. Was könnte das hier sein? Was hat noch? Was für ein Haus soll das sein? Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Muss ich wahrscheinlich auch nicht verstehen. Ach, das ist das hier hinten. Alles klar, gut. Das ist kaputt.
wird als kaputt angezeigt. Alles klar. So, alles klar. Jetzt ist mir alles klar. So, Gewinnung sind 3. Was ist da kaputt? Der Brunnen. Da fehlen der Grabungsschuppen. Alles klar. Da muss ich dort rüberflitzen. Und der Kräuterhitte ist noch nicht fertig. Grabungsschuppen ist kaputt. Na, da müssen wir. Dann nehmen wir mal. Brauchen wir da Stämme? Kann sein, dass wir Stämme brauchen. Da haben wir mal. Nehmen wir mal hier fix welche mit. Und hauen auch gleich wieder mal Zähne hin. Fix. Die Hälfte schmeißen wir. Mehr als die Hälfte können wir hier schmeißen. Bestätigen. Alles klar. Und jetzt flitzen wir mal rüber zu unserem Grabungsschuppen. Kann ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Der ist ja gar nicht so alt. Dass der schon kaputt sein soll. Naja, gut. Aber wenn die das sagen, dann wird es schon so stimmen. Dann bestimmt irgendwo ein Stück Dach oder sowas. Nicht kaputt. Bin ich jetzt ein bisschen Mischucke oder was? N. Häuseln. Was ist denn mit unseren Grabungsschuppen? F. Kein Werkzeug. Was soll denn das? Seit wann brauchen die zum Steine suchen Werkzeug? Eine Spitzhacke brauchen sie. Alles klar, dann müssen sie halt eine Spitzhacke kriegen. So, Quatsch, seit wann brauchen die zum Steine suchen eine Spitzhacke? Bauen die jetzt die Steine ab oder was? Gut, hacken sie werden wahrscheinlich irgendwo locker. Keine Ahnung. Ich habe mich schon gewundert, dass nicht so viele Steine in unser Lager kommen. Also kriegen sie eine Spitzhacke, eine Steinspitzhacke. Haben wir wohl keine mehr? Wir hatten doch eine Eisen. Na gut, die wird aufgebraucht sein. Spitzhacke. Da schauen wir rein in unser Lager. Ins Ressourcenlager. Jetzt bauen wir das wieder um. Umschalten auf Bauen. Ja, gucken wir mal, was wir drin haben. Eisenhacke. Ja gut, da haben wir nichts. Fackeln, 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 Fackeln. Fischerspeer haben wir noch 6. Von den 7, die wir gemacht haben. Das ist klar. Nee, scheint keine Steinspitzhacke zu haben. Steinhacke, 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 Steinsichel haben wir noch 2. Aber dann hat ein Stein in 102, das ist auch wirklich nicht viel. Gut, dann müssen wir jetzt mal schauen. Eine Steinspitzhacke. Das macht auch der Schmied. Was wir da brauchen. So, Steinwerkzeuge. Haben wir anderen nicht gekauft, die Steinspitzhacke. Naja, gut. Doch, die haben wir gekauft. Wir brauchen einen Holzstamm und 4 Steine. Gut, da holen wir mal 16 Steine. Und 20. 20, wir haben 8 Rundhölzer einstecken. 4 mal 8 ist 32, nehmen wir 32 Steine. Ich hoffe, dass es dann noch reicht. So haben wir noch 70 Steine für unser Haus übrig, müsste reichen. F. 32, bestätigen, alles klar, was machen wir denn? 8 Steinspitze. Stein, Steinwerkzeuge. R, E, F. 8 Steinspitzhacken gibt sie jetzt. Damit sie arbeiten können. Gut. Wir brauchen unbedingt den Schmied 2. So.
zurück. So, dann werden wir doch jetzt mal unser Haus dort unten zu Ende bauen können. So, jetzt Werkzeuge. Steinspitzhacke. Steinsichel haben sie nur noch eine. Naja, gut. Steinaxt. Steiner. Wie sagen wir noch? Steinmesser. Wir brauchen unbedingt. Und das da hier oben von der Steinsichel. Habe ich jetzt was? Nee, Eisensichel. Eisensichel haben sie noch mit. Alles klar. Ach, ich lese auch schon Stein, wo Eisen steht. So, die Steinspitzhacken, die haben wir doch hier hüben. Was suche ich die im Lager? Hier sind sie doch. SLF, so. Die Stecker wieder raus, das Stroh wieder raus. Da haben wir alles fertig. Die Dollkirschen brauchen wir auch nicht. Die zwei Steineräumer raus. So, wir haben den 8%igen Holzhammer und zwei 66%ige Holzhammer. Und jetzt brauchen wir die 70 Steine. Haben schon mehr gemacht, ja, das ist schon zwei da. Dann nehmen wir mal alle 72 mit, da wissen wir dann auch, was sie inzwischen gearbeitet haben, wenn wir die zurückschaffen. So, jetzt machen wir hier dieses Haus fertig. Und dann bauen wir unsere Kräuterhütte, damit unsere Badilda eine Arbeit kriegt. So, alles klar. Was? Keine Steine? Ich habe doch die Steine mitgenommen. Habe ich jetzt wieder gepennt? Oh. Ja, doch garantiert habe ich gepennt. Hab die nicht auf F gedrückt. Das ist ja nichts Neues bei mir. Ach ja, gut. Steine. So. F, E, F. Jetzt sind sie raus. Alles klar. Gut. Ich habe mich schon gewundert, dass ich so schnell flitzen kann. Mit den ganzen Steinen. Denn mit 70 Steinen bin ich ja überlastet. Logisch. So, da werden wir mal sehen, wen wir dann hier reinstecken. Ob das schon ein Haus ist. Nee, das müsste noch ein Haus sein, eins von den fünfen. Wo wir gesagt haben, dass wir die einfachen Häuser wegmachen. Wir haben da aber noch drei einfache Häuser. Einfache kleine Häuser, meine ich. Das ist ja ein einfaches Haus. Habe ich da wieder mal einen Denkfehler drin? Oder haben wir Leute nicht umgesiedelt? Weiß ich jetzt nicht. Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen, wenn wir hier das Haus fertig haben. Nächsten Tag flitzen wir zum Alvin und dann nehmen wir die Fischfilets und den Weizen mit. Damit wir den Herold vom Hals haben. So, jetzt müssten wir ja gleich fertig sein. Ah, fertig, Bauarbeiten abgeschlossen. Perfekt, gut. Habe ich mich hier festgepackt im Feuer. Gehen wir mal in die Knie, mal sehen, ob wir da wegkommen. Da kommen wir auch nicht weg, Alter. Befrei mich. Alles klar, sind wir draußen. Ach so, na gut. Diesmal habe ich nicht aufgepasst. Alles klar, wenn ich das als letztes mache, dass ich mich da irgendwo festpacke. Hab eigentlich immer drauf geachtet, nicht beim letzten Schlag irgendwo zu stehen, wo ich mich festfresse. Gut. So, Steinspitzhacken haben sie jetzt. Mal sehen, was sie jetzt gemacht haben. Da sind ja schon ein paar Stunden rum. St-
Stein. Einer ist dazugekommen. Alles klar. Wenigstens ist alles klar. Nee, wir haben doch die Steine. Gut, jetzt schauen wir uns noch jetzt. Eigentlich sind da noch drei, die da noch belegt sind, verstehe ich jetzt nicht. Wieso habe ich gesagt, ich brauche fünf? Wir haben doch da hinten vier gemacht. Oder haben wir da hinten? Nee, da steht ja auch noch eins. Alles klar. Hier steht eins, da vorne steht also. Trotzdem ist alles zu wenig. Na ja, gut. Das schauen wir. Häuser haben wir 22. Alles klar. So, einfaches. Kleines Haus. Haben wir noch drei, also haben wir doch noch drei. Das ist nicht belegt. Alles klar. Gut. Das wissen wir gleich, wenn wir hier. Den haben wir wieder am Giebel raus. Halt. Zerstören. So, jetzt wissen wir gleich, wenn wir also umsiedeln müssen. Die Wege hier zwischendrin, die hauen wir gleich mal raus. Stellen und das ist, den müssen wir umsiedeln. Müssen wir gleich so in das Haus, in die Häuser rein und da haben wir unser Haus. Schon gleich 0,3% schon wieder verloren. F. Leeren Slot zuweisen und zwar haben wir den Goddard. Landwirt, alles klar. F, das heißt ein neues Haus, brauchst nicht mehr rumschmollen. Gut. Dann können wir gleich mal die Bude abreißen. Ja. Abriss, die Abrissbirne. Ja, perfekt. Da haben wir nämlich schon Platz fürs nächste Haus. Und das Gerüst stellen wir uns schon gleich hierher, denke ich mir. Kuh, bauen, bauen, bauen. So. Jetzt gehen wir so, wie ich das gesagt habe, versuchen wir das so. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein und tun das so in etwa ausrichten und wir drehen das auch gleich mal ein Stück. Ne, in die falsche Richtung. In die Richtung wollen wir das drehen. War ein Stück zu weit. So. Und jetzt gehen wir hier rüber und tun uns das jetzt ein Stück vor. So. Und jetzt können wir noch ein Stück rüber. So, jetzt mal hierher.
Da steht man jetzt eigentlich schon wieder ein Stück zu gerade zu dem anderen Haus, aber das macht nichts. Das lassen wir jetzt so stehen. Die nächste drehen wir dann hier so rein. Das muss dann hier vor der Nähstube. Oder wir stellen die neue Nähstube hier dazwischen. Das kann man auch machen. Dann Nähstube 2, die können wir da hinten wegnehmen. Da können wir nämlich hier hinten mehr Ställe herbauen. Schweinestall, Hühnerstall. Dass die Ställe nicht so sehr hier in der Nähe, also nicht im Dorf sind. Das werden wir auch so machen. Die Nähstube werden wir nachher hier herstellen. Eine neue. So, jetzt wollten wir erstmal unsere Mathilda im Job versorgen. Das heißt, wir werden die Kräuterstube, die Kräuterhütte bauen. Hier liegen auch wieder Steine rum, die nehmen wir natürlich gleich mal mit. So, jetzt schauen wir mal, was wir für die Kräuterhütte hier eigentlich brauchen. Baumaterial. Also, unseren Hammer und wir brauchen Holzstämme. Alles klar, hier brauchen wir 7, hier nochmal 7, 4 mal 7 ist 28. Hier oben brauchen wir, für den Giebel brauchen wir auch nochmal 7 und 7 sind allerhand 42. Das sind ja 14, 28 und 14 ist 42. Und dann Bretter brauchen wir 12. Ich denke mal, wir brauchen plus 12. 24 Bretter. 48 wäre doch ein bisschen viel. Gut, jetzt werden wir mal schauen. 24 Bretter. Wie viele Stämme habe ich da noch einstecken? Holzstämme 12. Das haut genau hin. Alles klar. Komm, mein Freund Barnim. How are you? Kannst du einen Schritt zur Seite gehen? Gut, will ich nämlich hierher. 24 Bretter mache ich mir jetzt. Ich glaube, wenn wir unseren Kräuterschuppen gemacht haben, brauchen wir auch Fiolen. Also müssen wir in der Werkstatt, glaube ich, Fiolen herstellen. Das heißt Holzflaschen oder sowas. So, jetzt nehme ich mal noch ein paar Rundhölzer mit. Das sind auch noch welche drin. Holzstämme. Oh, so viel kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Ich nehme mal 4, 5 und 6 mit. Werkzeug reicht, alles klar. Damit wir zumindest mal das Dach fertig kriegen von dem Ding. Hast du ein Problem, Mädel? Hier aus der Treppe. Kommst du da hinten nicht hoch? Damroga, was hast denn du für ein Problem? How is life treating you? Was hast du? Kann ich dir irgendwas helfen? Ich brauche Hilfe. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht gut. Ich glaube, dass ich mir etwas eingefangen habe. Würdest du mir bitte ein paar Pilze oder Kräuter bringen, damit ich mir eine Suppe kochen kann? Das ist ein bewährtes Hausmittel bei uns. Na klar, bringe ich dir das. Bringe ich dir gleich Pilzbehandlung. Ja, man merkt, dass es dir nicht gut ist. Geh doch mal hier hüben, wo du. How is life treating you? Hello there. Noch mal einen Schritt zur Seite, komm. Na, jetzt müsstest du es eigentlich schaffen. Jetzt hat es geschafft, über das Podest zu gehen. Ich werde verrückt. Bin manchmal ein wenig unbeholfen, die Kollegen hier. So, jetzt schauen wir mal. Machen wir mal das Dach. Ich hoffe mal, dass es reicht. Na ja, gut, alles klar.
braucht 12 Bretter auf jeder Seite. Das wäre ein bisschen viel gewesen, wenn wir auf das kleine Hütte hier 24 Bretter drauf bochen müssten. Bretter einstecken. Tatsächlich, ich habe noch 12 Bretter einstecken. So, hier brauche ich noch 3, also ich hole noch Stämme. 3, 10, 17, 24 und 14. 38, ne, die werde ich schon hier hinterkriegen. 38 Holzstämme. Da können wir die Bretter erstmal raus tun, die ich noch einstecken habe. Ach, das sind bestimmt Bretter vom Hausbau, alles klar. FEF, die kommen mal raus. Den Edelreizker packen wir raus. Das Säckchen packen wir raus. Was haben wir da noch drin? Das gebratene Fleisch, das könnte ich eigentlich essen. Die Federn, FEF, wiegt zwar nicht viel. Die Steine, FEF, 16. Die zwei Stöcke. Und jetzt nehme ich mir 38. 38 Holzstämme. Wir müssen uns schon beeilen. Es wird, glaube ich, jetzt bald dunkel und wir sind schon wieder bei über einer halben Stunde. Ich glaube, in dem Spiel werden wir das wohl nie hinkriegen, dass wir die Folgen nicht länger als 30 Minuten. So, alles klar. F, wir nehmen mit 38 Holzstämme mit. Bestätigen. Alles klar. Naja, wir sind zur Hälfte. Das schaffen wir. Ja, die machen auch gleich Feierabend. Noch 3/4 Stunde lassen den Hammer fallen. Da kann unsere Mathilda am nächsten Tag, wir werden jetzt ihr gleich den Job zuweisen und mal schauen, was sie an Werkzeug braucht. Ich hoffe mal, dass die sich selber Kräuter suchen. Nicht, dass wir denen die Kräuter noch hinschleppen müssen. Da brauche ich keine Kräuterhütte. Na gut, es ist auf, insgesamt sind 7 Holzstämme für den Giebel. Nicht, dass es so ist wie bei der Lebensmittellage. Da brauchst du von jeder Seite 8 Stämme. Gut, das ist okay. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal raus und mache die letzte Wand von draußen. Nicht, dass ich mich wieder irgendwo festbacke. Bau abgeschlossen. Kräuterhütte 2. Schauen wir uns das noch von innen an, das Ding. Ah, hier ist Kräutertisch, eine Truhe. Mhm. Gut. Das werden wir jetzt. Wir müssen erstmal machen wir unsere Fähigkeitspunkte. Wir haben schon wieder Fähigkeitspunkte. So, da haben wir einen. Den stecken wir. Na, wir wollen jetzt von unten her eigentlich voll machen, denke ich mir. Machen wir hier Schatzjäger rein. F. Ja. So, dann haben wir in der Diplomatie 2. Da werden wir also die Diplomatiekenntnisse machen. Halt. Hier wollten wir Diplomatiekenntnisse. F. Damit wir den Baum von unten her füllen. Romeo brauchen wir nicht, wir sind verheiratet, also wir flirten und es anmachen, anbaggern brauchen wir nicht mehr zu lernen. Das haben wir schon unter Beweis gestellt, dass wir das können. So, wir werden uns nachher mal... Achso, wir wollten ja den Job der Mathilda geben, das ist bloß immer wieder abgelenkt worden. Jetzt muss man erstmal hier aufbauen. Wir stehen wieder da. Die Staräten rum.
Und keiner räumt auf. Und die Pilze stehen auch hier rum. So, mal gucken, was er braucht. Für ihre Kräuter. Für ihren Quest. Pilzbehandlung. Da schauen wir mal. Wird nach dieser Jahreszeit verfallen. 6 Fliegenpilze brauchst du. Riesenschirmpilze, Johanniskraut und Birkenmilchling. Na, die hat aber einen Haufen. Fliegenpilze. Na, hoffentlich finden wir 6 Fliegenpilze. Birkenmilchling. Was sind denn das für welche? Haben wir da was? Das ist ein Gallenröhrling. Riesenschirmpilze. Moment. J. Pilzbehandlung. Also, wir haben Johanniskrauthammer. Das ist kein Problem. Riesenschirmpilz ist auch kein Problem. Die sind groß. Die finden wir. Johanniskraut finden wir auch noch. Es ist noch Herbst. Das ist noch da. Birkenmilchling und Fliegenpilze brauchen. Gut, wir haben hier aber die ganze Jahreszeit noch Zeit. Was ist das für einer? Das ist ein Edelreizger. Edelreizger, was sind die Birkenmilchlinge? Bah, haben wir noch nie gehabt, Birkenmilchlinge. Jetzt stellen, das müssen wir auch noch hier. Pilzlexikon lernen oder was? Die Riesenschirmpilze haben wir noch mit. Birken müssten ja eigentlich hier in der Nähe von Birken wachsen, oder? Wie im richtigen Leben. Der Birkenpilz, der heißt Birkenpilz, weil er in der Nähe von Birkenpilz und Birken wächst. Und da müssten die Birkenmilchlinge also hier auch irgendwo wachsen. Ich finde keine Birkenmilchlinge. Wenn wir das dann unten im Wald suchen, wo hinter Gostörbia, oder? Ne, das ist eine Birke. Ich habe gedacht, die, dass da hier am Baum, an der Rinde irgendwas wächst. Nee. Das ist aber okay, Birkenmilchling. Edelreizger. Das sind doch nicht etwa die Birkenmilchlinge. Sollen wir gleich mal in J reingucken. Nee. Das sind keine Birkenmilchlinge. Die müssen wir finden. Und du darfst nicht denken, wenn die Fliegenpilze... Oh, hier haben wir Fliegenpilze. Ich werde verrückt. 2 haben wir schon von diesen Scheiß. Entschuldigung. Von diesen komischen Pilzen. Plus noch die Birkenmilchlinge. Naja gut, aber irgendwo werden wir die ja auch finden, denke ich mir. Das ist ein Edelreizger. Nicht, dass das irgendwelche Pilze sind, die wir im Frühjahr finden. Ne, das ist ein Riesenschirmpilz. Warum eigentlich schon wieder? Stein. Stein nehmen wir natürlich auch mit. Hier stehen ein Haufen Riesenschirmpilze rum. Die brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Aber ein paar Fliegenpilze nehmen wir mal mit. Da werde ich wohl doch mal in meinen. Das ist ein Gallenröhrling. Also den kann man auch nicht mitnehmen. Ja, den brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen. Das ist kein Birkenmilchling. Edelreizger. Müssen wir nachher mal, wenn wir nach Gostörbiale gehen, müssen wir mal unten hinter Denizia, hinter dem, durch den Birkenwald schleichen. Also hoffentlich sind da keine Banditen, aber naja, wir haben doch schon Erfahrungen mit dem Viehzeug. Ich habe jetzt gerade mal in meinem Guide nachgeschaut.
Birkenmilchling, das sind die, die so ähnlich aussehen wie die Edelreizker. Die findet man im Herbst und die sind giftig. Alles klar. Da wissen wir ja Bescheid, dass wir sie dann irgendwann auch finden. So, ich werde jetzt auf alle Fälle mal zu meiner Bathilda gehen. Und Fackel anmachen. Oh, sie haben umgegraben. Da können wir uns ja einen Baum pflanzen. Na, bin ich ja richtig hier zu meinem Haus, oder? Hm? Das ist der Bathilda, wo ist der Kleine? Hier ist der Kleine. Alles klar, nochmal Feuer. Wir haben Herbst, alles klar. Und werde mal mich zur Nachtruhe vorbereiten. Alles klar, meine Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Tag wieder. Und zwar geht es dann nach Kostovia zum Alwin und wir werden dem Herold seine Waren bringen und versuchen, das möglichst zu Birkenmilchlinge finden. Alles klar. Tschüss, bis zur nächsten Folge.